Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Wir sollen dahin. Haben wir ja letzte Folge bekommen. Daylan, ich bin in der Basis. Wonach suche ich? Nach jeglicher Technik. Ich kriege immer noch ein Signal, also gibt es da immer noch ein Funkgerät. Bist du sicher, dass das Signal von hier kommt? Hier ist alles total verrottet. Ja, definitiv. Ich bin zu 73% sicher, dass das Signal von dort kommt. Alles, was noch funktioniert, kommt von dort drin. Gibt es externen Strom? Dann kriegst du die Türen auf. Ich sehe mich mal um. Muss von der Plattform gefallen sein. Komplett verkohlt. Mein Beutel ist voll. Huhuhu. Wirklich von der Plattform gefallen? Hier ist auch noch einer. Da ist eine Kiste. Mal in Munition ist hier ohne Ende, ne? Das bedeutet doch nichts Gutes. Das ging. Wohin? Da unten. Ja, ein bisschen hoch, ne? Warte mal. Oh, oh, oh. Nicht runterplumpsen. Mal gucken, wo das hinten ging. Ja, geht natürlich nicht. Und noch eine. Ja, aber wo ist das Ende? Das habe ich noch nicht entdeckt. Hier ist noch mal eine große. Das ist weiter oben, ne? Nimm den Scheißbogen weg. Ja, jetzt kletterst du darauf. Ich glaube, das waren alle. Ja, und wo ist das Ende? Das habe ich noch nicht gefunden. Die verstehen den Sinn jetzt nicht, weil ich nicht weiß. Hier? Was ist das? Nein. Hier ist auch nichts weiter. Nee.
muss hier irgendwo eine Klappe gewesen sein, die einen Weg versperrt. Ich weiß aber nicht wo. Da ist was. Aber trotzdem verstehe ich nicht, was das jetzt hier sollte. Wo wurde denn hier jetzt was freigegeben und wo nicht? Das macht doch hier gar keinen Sinn. Noch mal hier oben. Aber hier war nur der. Sorry, verstehe ich nicht. Wozu habe ich das jetzt gemacht? Das muss doch hier sein. Hier ist ja auch nichts, ne? Hier wird auch nichts angezeigt. Da unten ist was. Was ist das da? Polymerstocklager. Das ist tiefer, ne? Das war unter uns. Vielleicht war das ja auch im Untergrund. Ein Kurzschluss. Ein zerstörter Wandler. Ich frage mich, ob... Schwelender Efeu. Nein. Jetzt muss ich herausfinden, warum der Efeu hier... Irgendwie ist hier ein Feuer ausgebrochen. Ich frage mich, ob... Durch die kaputten Kabel gab es einen Kurzschluss. Daylan, sieht aus, als ob durch ein paar kaputte Kabel ein Kurzschluss ein Feuer ausgelöst hat. Dadurch ist ein Tank explodiert. Es gab also Strom. Oh, dann lassen sich die Türen öffnen, wenn du die Sicherungen aktivierst. Verwende Sid, um das Relais zu finden. Daylan, du hattest recht. Der Strom ist wieder da, aber die Basis ist zugewuchert. Das ist gar nicht schlecht. Wenn nichts rein kann, wurde vielleicht auch nichts angerührt. Oh, vielleicht findest du ein paar Crossband-Modulatoren. Die könnten wir gebrauchen. Ach, guck, da war das Ding. Hier. Ich
Hier war das Ding vor. Das ist jetzt eine Schleuse. Natterwölfe. Bestien. Ich hatte hier eigentlich nur Pflanzen erwartet. Das waren manipulierte. Da oben ist was. Gleich mal wieder nachbasteln. Das macht sich gut, der Bogen. Ah, nein. So, ich wollte scannen. Was mache ich denn? Guck mal, da sind ganz viele Kisten. Da ist auch noch eine Kiste. Gehen wir erstmal hier hin. Warum sind hier solche Sachen? Entschuldigung. Das war aus Versehen. Die sind weiter weg. Jetzt wieder hier die Markierung finden, ne? Ist sie unter uns? Was ist das? Da ist was. Das ist ein Sandikasten. Was ist das? Ach, solche. Da muss man zügig dran vorbei anscheinend. Wir sind auf dem richtigen Weg, wollte ich sagen. Munitionsbeutel ist voll. Ich nehme mal wieder meinen Bogen. Hier sind Viecher. Daylan, hier ist fast alles zerstört. Ich glaube nicht, dass ich hier was finde. Such weiter! Ich kriege definitiv ein Signal! Die werden wir gleich mal essen. Acht. Da komme ich nicht durch. Irgendwas muss ich hier machen, schätze ich mal. So. Hier ist nichts. Da ist was. Ich muss weiter runter. Ich will aber gar nicht. Aber erstmal gucke ich mich hier oben in Ruhe um.
Ach, das ist Wasser. Das habe ich gar nicht für voll genommen. Daylan, ich stecke fest. Man kann noch weiter in die Basis rein, aber der Weg wird durch einen Unterwasserrotor blockiert. Ein Rotor? Wozu soll der gut sein? Daylan, eine Idee, wie der abzuschalten ist? Die Verkabelung in dem Gebäude wurde lange nicht benutzt. Viele tote Stromkreise. Sid könnte den Strom vielleicht umleiten. Erstmal nein. Jetzt bin ich hier gefangen. Ha ha ha, habe ich gut gemacht. Da hinten hin. Mhm. Das ist einfach nur gerade, was ich hier gerade betreibe. Hier war doch eben irgendwas. Ach, da oben ist was frei geworden. Hä? Ach, der braucht Strom. Das hat sich gelohnt. Und jetzt? Von da sind wir doch gekommen, ne? Oder? Nee, hier. Soll ich hier lang? Hier ist nichts weiter. Wir scannen mal. Da hinten müssen wir hin. Hier geht's nicht weiter. Da gibt's Munition. Beutel für Stock ist voll. Hier brauche ich nichts. Die Munition habe ich noch gar nicht verwendet. War nur
war wahrscheinlich das Vieh Ding da. Das Vieh, wollte ich sagen. Aha. Hier ist nichts weiter. Wir müssen hier lang. Da sind Kisten. Ich glaube, wenn ich hier runterspringe, trigger ich was? Nee. Ich gucke, ob hier irgendwelche Tablets liegen. Da ist eine Kiste. Streckerschrotflinte. Es geht doch noch höher. Hier kommen wir nicht weiter. Warte mal, auf welchen sitzt die? Auf 2. Nein. Hier komme ich nicht weiter. Definitiv nicht. Jetzt kann ich mir aber da die Muni holen. Warte mal. Hier vorne Licht gebrannt? Ich weiß das nicht mehr. Vielleicht da. Vielleicht wissen wir in der nächsten Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.